Thomas Werlen, ihr seid leidenschaftlicher Moskenschnitzer. Wie lange macht ihr das schon? Ich schnitze Masken seit 1965, mehr oder minder. 6 Jahre voll, bis 71 und dann habe ich 30 Jahre in Thalhousfluss gearbeitet und das nebenbei gemacht. Und was begeistert auch am Moskenschnitzen so? Moskenschnitzen ist vor allem der alte Brüch, dass vor allem die Gäste wissen, was ein Checker ist und machen. Ein Zubrot verdient mit dem Maskenschnitzel, wenn man das Souvenirmaske verkauft. Und wieso macht ihr mit dem Ferienpass mit? Das sind euch alles Gäste, die irgendwann hier in die Lötschrall Ferien machen können. Und dann haben die so einen Einblick, wie das läuft. Ich habe letztes Jahr über 500 Gäste gehabt, die ich hier betreuen durfte. Und kann ich dir mal erklären, wie so ein Masko entsteht von A bis Z? Was gibt es da für Arbeitsschritte? Ein Masko macht man vor allem mit Arvoholz oder Lindo. Hier in der Werkstatt haben wir jetzt Lindo. Lindo und Arvo eignen sich am besten für die Schnitzel. Lindo ist besser, das ist weniger zu brechen. Und Arvo geht für ein Masko sehr gut. Dann braucht man natürlich dementsprechend Messer, Hohlmeißel, dann braucht man Zinn, Farbe, ein Stück Pelz und schon kann man los. Eine Werkstatt muss man natürlich haben. Also wie jetzt hier, dass man die Maske schnitzen kann, dann kann man loslassen. Und von wo holt ihr die Inspirationen, wenn ihr eine Maske schnitzt? Ich habe schon immer gesagt, eine Maske muss so lady sein, so lady wie möglich. Das Gegenteil von einer Frau und wie eine Frau muss sein, bist du selber am besten. Und welcher Arbeitsschritt ist am schwierigsten, wenn man Maske macht? Der schwierigste ist schon der Schluss, die Schnitzerei am Schluss, die Finesse, die man da rausholen kann. Das ist unglaublich. Das sind euch hier die Gäste. Bei dem gleichen Rolling, die Gäste, kein Mensch die gleiche Maske machen. Die denken einfach alle anders.